So, hallo, guten Tag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, Indiana Schanz auf der Suche nach einem Abenteuer. Mein Name ist Justus König, bekannt als Indiana Schanz Damendorf oder Justus Damendorf oder Captain America. Und ich bin hier in Pottenstein auf Lebensfels, das ist der Freizeitpark hier. Und da fahren diese zwei Rodelbahnen, die rote und die gelbe. Die rote ist eine von Butsche. Und die andere, die gelbe, hat verschieden. Aber heute ist so ein blödes Wetter. Hier in Pottenstein bin, hat es viel geregnet. Ich bin heute nur mit der gelben gefahren. Genau so, wie sie da steht, so bin ich bedacht, bin ich es zweimal gefahren. Erste Mal ohne, bei zweimal ohne. Aber es war schon ein Wunder. Das ganz einfach. Ich bin hier hingefahren, da kam es von der Schulklasse entgegen. Der Lehrer sagte, ja, wir hat mir einfach drei Fahrtkanten gegeben für die Dinger. Plus ein paar sieben Kinder, weil die hat gesagt, lass dich fahren. Welchen Donner? Es war wunderschönes Wetter, es war warm, Sonne geschehen, aber es hat irgendwo gedonnert. Das Video könnt ihr kurz sehen, wenn wir wieder runterfahren. Fahren. Donnert. Das will geben. Ich sag, ja, die können auch zwei Stunden bis die fahren nach Hause. Ich komme ja hier aus Würzburg, das ist nicht weit weg. Und deswegen macht es nichts aus, bin ich bisher. Das ist halt kein Problem. Da hat er in der Kasse gesagt, die rote kann ich fahren, wenn es regnet, weil ich nicht bremsen kann, aber die gelbe kann fahren. Aber der Mann von diesem Gelbe hat gesagt, die fahren nicht, es donnert. Gefahr. Das Skywalk war auch gesperrt. Also habe ich mein Auto gepackt. Ich bin zu Pottenscheinburg gefahren, dann nach Pottenscheinburg und an dessen schönen Grundsee gefahren, wo die rote Bahn runterkommt. Da habe ich gesehen, dass die rote, nicht die gelbe habe ich gesehen, sondern die rote wieder hochgefahren sind. Okay, wenn die jetzt wieder fahren dürfen, dann gehe ich auch. Fahr hoch, geh hoch, rote wieder gesperrt, gelbe ist frei. Okay, fahre ich mit gelbe, einmal runter, gehen wir hoch, wieder mal fahren, gelbe gesperrt. Machen sie gerade diese Hutze drauf, das ist eigentlich der Regenschutz, das wird nur drauf gemacht, wenn es regnet. Okay, machen sie gerade drauf, aber Sachen gesperrt. Da habe ich jetzt 10 Minuten gewartet, da haben sie gerade wieder aufgemacht. Da war ich der erste gefahren bin, runtergefahren, wieder hochgefahren, da habe ich es wieder gesperrt. Da habe ich jetzt die Stause voll und habe gesagt, dann fahre ich jetzt so ein Kristall beim Beach, Therme, Sauna, Spaßbad. Aber ihr könnt das Video sehen, die nicht, nur das da. Ihr könnt das sehen mit der GoPro hier festmache, mich damit das Ding fahre. Genauso wie es ist hier. So bin ich drinnen, habe mich angestanden und fahre runter. So vorwärts. Vorwärts ist Gas geben, runter ist Bremsen. Gas. Vollgang runtergefahren. Also ich habe gemerkt, beim zweimal bin ich ja Vollgang runtergefahren. Es hat die Schiene bremst irgendwie selber. Wenn du schnell bist, bremst du dich selbst. Aber die hier nicht. Wenn da so schnell fährst, kannst du rausfliegen. Das habe ich schon gehört, dass wir hier rausgeflogen sind. Aber ich bin so dann runtergefahren. Das könnt ihr sehen und das ist cool. Bin einfach gesperrt. Mit so Wind-Regenschutz. Ja, sieht da alles in GoPro. Viel Spaß an Zuschauen, danke fürs Einschalten. Denken Sie dran, das Eis ein Hobby aus der Freizeit macht, dafür kriege ich kein Geld. Mein Urlaub ist nämlich dann zu Ende, 4 Wochen zum Urlaub. Alle anderen wünsche ich an alle Kindern. Haben jetzt hier in Bayern Sommerferien. Ab heute wünsche ich schöne Ferien, schöner Urlaub. Ich bin laut. Action. Das ist einfach nur geil. Cool. Cooles Teil. So Leute, es gewittert gerade. Aber die gelbe Bahn ist offen. Echt? Ist die gelbe wieder offen? Ja, die ist doch offen jetzt. Nein, die hat zu. Nein, der hat gesagt, ist offen. Echt? Okay, Ronja kommt. Der von der Kasse ist offen. Nur die rote Bahn ist zu. Weil ich bremsen kann. Ja, hier donnert es gerade. Und deswegen, weil es donnert, solange es hier donnert, dürfen diese nicht fahren. Erstmal, wenn es zwar nass ist, darf die rote auch nicht fahren, damit sie nicht mehr bremsen kann. Und solange es donnert, darf hier keiner fahren. Der Hexenbesen, die Achterbahn aus, die rote Bahn aus, die aus und das Skyline oder Skywalk. Da war ich drüber laufen, weil es Gefahr ist, könnt ihr, wenn es gewittert, also es donnert, könnt ihr blitzen. Und könnt ihr das Metall anschlagen und können wir uns treffen und dann wird es gefährlich.
Gewitter bei Wattenstein. Erlebt das Schönste. Sonne scheint und es donnert. Ganz schön lustig. Ja, man kann nur das Donner hören. Alles wird alles stehen. So. Oh Gott. Was bitte jetzt? Ein Schnellgurt? So. So. Ein Schnellgurt ist drin. Nee, nicht mein Bein. Einmal die Hände davor drücken. So, reicht. Und halt immer Bahnende langsam fahren, ja. Nach vorne zum Schleunigen und nach hinten zum Bremsen. Ja. Gut. Wir fahren Vollgas. Angeblich bremst du selber ab. Keine Ahnung. Wahnsinn, das ist so schnell. Das war doch erst so schnell. Ah, bremst du selbst ab. Das war aber vorne ein bisschen zu schnell gewesen dann. Ja, nichts drin. Oh, ist doch das selber. Das war doch schnell. Servus. Wenn, der geht noch, ne? Es geht noch. Aber wie lange noch? In Buckendorf hat schon geregnet vorhin. Ja, wenn es nicht regnet. Das kann er weg tun. So, jetzt geht's wieder hoch. Das war jetzt aber schnell. Ja, das sind wir schnell runtergefahren, die Bahn. Was hier gesperrt wird. Beide waren es mir ein bisschen zu schnell. Oh, jetzt geht's hier auch. Ja, jetzt sitzen sie wieder hoch. Thank you.
Ja, aber wunderschöne Runderfahrt. Leider ist auch die Route gesperrt. Vorhin war es auch Gewitter. Könnt ihr dann wieder sehen. Ist auch gewittert heute und geleuchtet. Handy, Kamera, Verbot an den gesamten Bahnen. Ja, in die Hände halten. Man soll ja hier seine Hände hier an Fahren haben. Oh, die fahren zu dritt. Da muss die schon langsam. Ja, fahren wir heute nur die gelbe. Die rote nickt. Jetzt geht's hoch. Ja, und die Karte haben wir mir geschenkt. Also sagen wir Dankeschön. Soll ich doch eine Karte? Also die rote ist still. Eine Fahrt, 3 Euro. 3 Euro schon geschenkt. War das nicht die rote? Läuft die rote wieder? Nicht so aus. Und ausschnallen. Ah. Kann man schnell die Rote wieder fahren? Gut. Zu wenig Punkte? Was steht auf dem Display? Die Karte ist leer, zu wenig Punkte. Okay. Jetzt. Gut. Fahr wieder. Musst ja warten. Jetzt mit Regenschutz oder? Ja, genau. Also, die rote fährt heute nicht mehr, oder? Die rote wird nicht mehr, gell. Wie lange fährt die noch heute? Wie lange fährt die noch? Das kommt drauf an, wie das Wetter ist. Also, Wetterbedingungen. Okay. Also, kann man schon losstarten, oder? Ja, am besten noch anschneiden. Ah ja, vergessen. Gut. Kann man los? Genau, einmal hier bin ich mal nach vorne drücken oder nach vorne. Muss man beachten heute, weil es geregnet hat? Nee, einfach abstehen halt. Also am Ende einfach langsam fahren und ja, nach vorne zum Beschleunigen. Okay, dann. So, Dankeschön. Ciao. So, fahren wir jetzt mal mit Regenschutz. Ich bremse selber, da rein.
hat. So, ich bin der Erste hier. Ich bin der Erste mit Regenschutz. Die Bahn bremst ja selber ab, wenn du runterfährst. Ja, an der einen Stelle, ja. Ja, die bremst selber, brauchst gar nicht bremsen. Ich meine, die ganze Bahn bremst. Wo du, wenn du schnell bist, bremst du mit automatisch die Schiene. Das hat man gemerkt. Und jetzt kann man ausrasten. So. Hallo. Jetzt sind wir unten mit Regenschutz. Also heute voller Gas runtergefahren, ohne Bremsen. Die Schiene bremst von alleine. Also das Ding bremst wir von alleine. Jetzt geht's wieder hoch. Ich weiß nicht, wann wieder offen ist. Zwei Fahrten, das wird dann reichen. Dann wäre es weggesperrt. Mit der Rote kannst du halt nicht mehr fahren. Das ist halt geschlossen. Weil die Rote, haben sie gesagt, wenn es eine nassigste Bahn kann man nicht bremsen. Und bei der Rote sind schon welche rausgeflogen. Aber bei der Schienenbahn kann man voll keine runterfahren. Am Anfang würde ich es nicht empfehlen. Erst wenn man sich gewöhnt hat. Ein, zwei Fahrten hat man sich gewöhnt, dann kann man runter rasen. Muss halt noch eine Kurve beleidigen am besten. Dann geht das schon hier. Aber wir haben unseren Regenschutz. Und der allererste runtergefahren ist. Deswegen kann man voll runterbrettern. Ich hab das voll gehört, dass was. Aber ich glaube, da fährt nur wenige. Aber ja, ist geil. Also diesmal ist man voll keine Runde gebrettert. Und die Frau, die Blonde, die sich einweist, die war nett. Hübsche junge Dame oder Mädel, wie man sagt. Sehr nett. Ende. Ende Gelände. Ende Gelände. Kann ich wieder verkatten? Ein, zwei, können. Ja. Zwei Fahrten, dann fängt es wieder an zu regnen und wird gleich wieder gesperrt. Hat er gereicht. Jetzt fängt es hier gerade an zu regnen, dann wieder stärker. Jetzt wird die Bahn wieder gesperrt. Also die Hexenbesen kann man eh nicht fahren, wenn es so gesperrt ist. Regen. Und die wird auch wieder gesperrt. Hexenbesen, ja, Hängeachterbahn. Jetzt haben wir einen Regen hier. Jetzt wird es schlimmer. Jetzt fahre ich nach Palm Beach, jetzt reicht es mir. So. Ja, liebe Leute, sind gefahren. Zweimal. Das erste Mal war mal kurz mal so schnell, ich habe gebremst, kurz bei einem. Okay, beim zweiten Mal bin ich ja vorne alleine gewesen, also kann ich voll keine Runde fahren.
mit Windschutz und Regenschutz und das habe ich voll gemacht. Jetzt fängt es hier an, der stärkste Regen an, also jetzt kann man es dann, wir fahren zwar in die zwei Fahrten, die haben sonst, weil ich geschenkt bekommen habe. Ja. Ja. Und sitze, macht selber so, fahre jetzt nach Bottenstein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Einschalten. Hoffe, euch hat das gefallen. Ja. Ja. Regen, was soll ich sagen? Ende Gelände. Alles easy deasy. Oder uns geht's gut, solange wir wild sind. Just is over and out. Wünsche euch allen schönen Ferien, Urlaub, Wochenende, schönen Tag. Bleibt gut, passt ihr auf. Bis zum nächsten Video. Ciao, Justus ist der Abenteurer. Justus Game Over, Over and Out. Heute Game Over, weil es regnet mich nass noch. Ja. Hört auf. Ah, da steht der King Alex bei mir. Hallo und herzlich willkommen. Manege frei für die fünf Freunde. Das erste Mal ohne Eltern unterwegs. Genial! Die fünf Freunde sind zurück! Ihr wollt wissen, was bei deinem Dreh... Freunde.